Der Kaiser ist tot. Lang lebe der Kaiser. Also so ungefähr jedenfalls. Hallihallo und willkommen zurück zu unserer Iron Harvest Coop-Kampagne. Wir sind mittlerweile in Saxony angekommen und wie ihr aus der letzten Folge sicherlich gemerkt habt, ist der Kaiser tot. Und ja, Alex, du bist ja auch wieder mit am Start. Hallo Alex. Ich bin auch wieder am Start. Ich muss gleich von vorne weg sagen, in der letzten Aufnahme müssten ein paar sehr interessante Grafikfehler zu sehen sein. Also es sollte jetzt nicht so schlimm sein. Man hat noch alles erkannt und es war nur ab und zu. Scheinbar hat mein Mech unter meinem Rechner gerade ein paar Probleme. Ja, schick doch mal ein paar Pioniere zum Reparieren Das bringt nichts bei der alten Möhre. hin. Meinst du, das ist zu alte Technologie? So. Wir Damit kommen sie nicht mehr klar, das Ja, junge da Volk. braucht man Archäologen, keine Pioniere. Hallo? Okay. Ja, gut. Sind wir denn soweit, dass man. Ja, du bist bereit. Ich drück auch mal auf bereit. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dieses Phänomen wieder auftritt. Genau, können wir ja vielleicht verraten, wir spielen die Mission direkt kurz nachdem wir die letzte abgeschlossen haben, also vielleicht so 10 Minuten Verzug. Und ja. Mal schauen, ob du wieder so ein farbenfrohes Erlebnis hast. Bestimmt nicht. Ich wusste immer, dass mit ihm was nicht stimmt. Er soll im Wahn wehrlose Gefangene getötet haben. Aber Kaiser Friedrich kaltblütig zu ermorden? Die waren doch Freunde von der Akademie her oder so. Ja, von Duisburg hat seinen besten Freund getötet. Bastard. Schau mal, wer da kommt. Oh, hast jetzt die Hundis? Ein Freund von mir lebt östlich von hier. Ich muss zu seinem Haus. Tag, Nacht. Ich will nur kämpfen, wenn es sein muss. Ich würde nur auffallen. Ihr seid meine Augen und Ohren. So werde ich bestimmt nicht abtreten. Neues Primärziel Oh, das ist erhalten. perfekt. Das ist deine Mission. Ich halte mich da raus und guck dir nur zu. Ja, Ich würde das die war diese Augen hier. Hä? Was ist denn? Achso, ich denke mir gerade, also, warum geht das Bild so Zeig mir, blöd? was mich da Das ist auf meine dem Maus. Wachbett. So, ja. Ja. Also, wir Verstehe müssten mich mit dem theoretisch da ein alten bisschen Tag. durchschleichen. Aber mit dem Durchschleichen hat es irgendwie, glaube ich, in meiner Ich mache mich Einzelspielerkampagne auf nicht so den ganz gut Weg. funktioniert. Aber wir kennen ja meine allgemeinen Verstehe mich meine Beine tragen. leise Fähigkeiten, ne? Die Guter sind Plan. quasi, der Talentbaum ist nicht angefasst. Was sind denn Zeit, hier die mal Hunde jetzt? aufzuräumen. Die kann ich immer nur Wie kurzzeitig hatten spawnen Sie zum Frauen Scouten. erlaubt Ach zu wählen? so. Das wäre das Ende Ja. gewesen. Warum überhaupt wählen? 1000 Jahre lang hat es doch auch ohne Parlament funktioniert. Ich mach mich auf den Weg. Muss man jetzt die ganze Verstehe Map mich da meine durch die Beine Gegend tragen. laufen so? So ein bisschen. Es kommt noch ein bisschen was. Da wirst doch du wieder deinen Staatssperre, Spaß haben. das ist kein Zufall. Das Oh. hat er lange geplant. Aber so jetzt für den ersten Moment haben wir Da erstmal nur müsste den ich Gunda. geschützt sein. Auf der Stelle. So, wie war das noch Ich gleich? habe Ja, gehört, hier da rechts hinten. haben sie die Bäume weggepatcht. Ja, genau. Verstehe mich nicht falsch. Die sind weg, richtig. Ich weiß nicht, warum die jetzt plötzlich weg sind. Ich glaube, die Guter waren Plan. irgendwann mal da. Jetzt mal ernsthaft? Nein, Verstehe nein, mich nein. meine Beine Hätte ja tragen. sein Das war können, dass sie es schon. wirklich weggetan haben. Hier war das schon so gewollt, ja. Also Ich bei der würde die Russwirt-Mission Augen im damals Hellen mit dem geopfert. Schleichen mit der Olga war das tatsächlich so. Auf der Stelle. Also da bin ich mir immer noch 1000% sicher. Tja, wir können es leider Verstehe nicht mich meine Beine nachprüfen. tragen. Verifizieren, ja. Sieh dich mal um. Ach so, oh, ja, wenn es blöd läuft, müssen wir irgendwann nochmal Ich neu halte die laden. Augen nach Ärger offen. Okay, Verstell mich den meine Wachen Beine interessieren die tragen. Wauzis so überhaupt nicht, oder? Interessanterweise, weil, Das ist doch schon mal was. Zeig mir, was mich dort das war nicht erwartet. immer so. Guter Das war nicht Plan. immer so. Jedes Mal, wenn die Wachen so einen Wauzi gesehen haben, sind die immer direkt auf mich Auf der zugerannt, Stelle. dachte ich immer. Feindliche Einheit Ja, vielleicht gesichtet. haben sie es auch angeglichen. Ja, weil das ist ja Quatsch. Kannst du die Hunde Sieh dich mal steuern? um. Ich Ich kann nur halte die einmal sagen, Augen wo im die hinrennen Hellen. Ja, sollen, dann rennen die das ist dahin. ja Quatsch. Also, wenn die Wachen dann immer jedes Mal sofort aufschrecken und du hast sie nicht hundertprozentig unter Kontrolle, die Viecher, ist es Verstell ja mich meine bescheuert. Beine tragen. Ja, da ist aber trotzdem rote Punkte, wo Ich du jetzt mach mich auf hinläufst, den ne? Weg. Irgendwas ist da. Der da oben ist eine Patrouille. Guter Plan.
Ich meine, der Vorteil ist, dass man hier nicht gleich quasi fertig ist, wenn man entdeckt wird. Anders als das in der Olga-Mission war. Das heißt, man darf auch schießen. Aber allzu oft und allzu viel sollte man das nicht tun. Vorsicht oben. Oh, stimmt, das recht. Jetzt haben sie dich. Okay. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich hier die Hunde da loslasse. Ja, vielleicht ein bisschen. Also, dass da immer einer so aus dem Nichts spawnt, das gehört einfach zum Feature vom Gunde. Das ist ohne, dass man die aktiviert. Ich möchte mal die Eisen... Ach schade, ich wollte mal die Eisenfaust ausprobieren. Die ist gegen Max gut. Ach so. Die ist für die Infanterie eigentlich nicht wichtig. Mal halten und los. Wie sprechen Sie mit mir? Ich bin Veteran. Du bist der Komplize eines Verräters. So sieht's aus. Los! Müller. Von Duisburg ist ein guter Mann. Ich weiß, was mit den Gefangenen war. Ich war dabei. Ihr guter Mann hat gerade den Kaiser erschossen. Los jetzt! Sie würden diese Lüge niemals glauben, wenn Sie ihn kennen würden. Wachen Sie auf! Sie werden benutzt, Sie... Ulrich! Papa! Will noch wer den Helden spielen? Was? Bastarde! Hast du da jetzt den Schuss gehört? Soldat! Scheiße! So ganz leise, glaube ich. Okay. Das ist er! Feuer! Für einen von uns endet das hier im Grab! Doch, was zum Teufel macht er denn? Steht er da wie der Fels in der Brandung und mäht sie nieder. Sie nehmen mich aufs Korn! Heilung! So, abgeholzt. Alles in Ordnung? Nicht ganz, Ulrich hat eine Kugel im Kopf. Gefreiter Schulze, unser Nachbar. Er diente unter Ihnen und meinem Vater. Er hat uns gewarnt. Die haben Befehl, alle festzunehmen, die zu Ihnen halten könnten. Schulze ist geflohen. Er hat viele gewarnt, aber es war zu spät. Martin, Gefreiter Schulze sagt, auch die Schmitz und die Huber sind verhaftet. Sie müssen Ihnen helfen, Kommandant von Duisburg. Sie gehen mit Ihrer Mutter über die Grenze und verstecken sich, bis wir kommen. Müller, sammeln Sie möglichst viele Leute. Wenn es geht, bewaffnen Sie sich und warten Sie jenseits des Flusses auf mich. Zu Befehl. Nein, Hans! Komm, Mama. Der Kommandant kümmert sich schon um Sie. Oder nicht? Ich tue, was ich kann. Neues Sekundärziel erhalten. Oh Mann. Mir fällt noch so ein bisschen was ein. Ich hoffe, das klappt bei der Mission alles. Es gibt noch so ein paar Punkte, die, sagen wir, etwas interessant sind. Das heißt, du willst jetzt. Wo rennst du denn hier? Eiskalt. Oh Gott. Da will ich doch gar nicht. Da will ich doch gar nicht. Ich muss gerade mal gucken, wo hier der Schleichpfad. Da rechts. Da haben sie auch wieder Wald weggepatcht. Ich halte die Augen nach Ärger. Also, nee, haben sie nicht. Das heißt, du willst jetzt erstmal die ganzen Sekundärziele machen, korrekt? Naja, da müssen wir, glaube ich, mehr oder weniger eh fast schon hin. So schnell mich meine Beine. Na dann. Ich halte die Augen nach Ärger offen. Also das machen wir, nachdem wir dieses Ziel jetzt erstmal erreicht haben. Da ist es. Karl. 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 Kann ich helfen? Oh Scheiße. Sie sind Gunther von Duisburg. Oh, Fräulein. Frieda Rüthe. Was wollen Sie von meinem Vater? Ich muss ihn sprechen. Er hat etwas, das ich zurückbrauche. Brunhilde? Geht nicht. Ich arbeite noch an ihr. Wie bitte? Sie ist ein guter Mac, aber alt. Ohne Wartung. Sie sind Ingenieurin? Richtig. Natürlich nicht offiziell, aber ich habe beim Besten gelernt. Hören Sie, ich brauche Brunhilde jetzt. Ich werde verfolgt und es könnte unschön werden. Die sind vielleicht auch hinter ihrem Vater her. Sagen Sie ihm das. Papa wäre sauer, wenn ich Ihnen nicht helfe. Sie sind der Einzige, der zu ihm gehalten hat nach dieser Sache.
Das hat ihm viel bedeutet. Ich kann Karl nicht mehr in die Augen sehen, wenn seiner Tochter was passiert. Er ist seit 3 Monaten tot. Und ich komme mit. Warten Sie. Aha. Er ist... Was ist passiert? Da ist sie, meine große Liebe. Langsam, Fräulein. Wir kriegen Besuch. Ach, sieht sie nicht schick aus. Da, jetzt darfst du wieder mitspielen. Huch. Mausi, das Mann. Ich werde sie aufhalten. Flucht. Wie, darf ich Brunhilde nehmen? Ja, ja. Brunhilde. Lass uns Party machen. Du hast eine dickere Haut als ich. Hallo? Schießt du mal? Bruni ist ein bisschen zäh gerade. Was? Brunhilde ist ganz schön langsam. Ja, die ist ja noch nicht fertig überlebt. Mensch, hat doch die Frieda gesagt. Ist mir egal. Du kannst doch hier nicht erwarten, dass die voll funktionsfähig ist. Doch, kann ich. Wie haben Sie das gelernt? Jede Frau braucht einen Zeitvertreib. Brunhilde ist meiner. Ich habe sie ziemlich aufgemotzt. Ich hab's gern, wenn alles so bleibt, wie es war. Nicht doch. Sie werden begeistert sein. Und ich bringe unterwegs noch mehr Systeme in Gang. Sie kommen nicht mit. Ich habe kaiserliche Soldaten getötet. Denken Sie, die tun mir nichts? Übrigens, warum haben wir die getötet? Das ist eine lange Geschichte. Sie haben doch nicht etwa Prinz Wilhelm getötet, oder? Mein Vater erzählte mir von ihren Unstimmigkeiten. Also, soll ich zuerst? Nein, ich zuerst. Wir müssen über den Fluss, bevor sie alles abriegeln. Ich sehe mich um, Sie bleiben hier. Und versuchen Sie bitte nicht, mich zu töten. Mal sehen, wie es läuft. So, warte mal, ich kann nämlich den Destruct looten. Das mache ich nämlich jetzt erst einmal. Bisschen Ressourcen für später ist vielleicht gar nicht so schlecht. Stell dir mal Brunhilde in Pumps vor. Du, ich glaube, Brunhilde steht nicht auf dich. Was? Gehört hier. Brunhilde ist scheinbar, steht aufs andere Geschlecht. Das ist gar nicht wahr. Die wird jetzt von der Frieda beglückt. Das ist egal. Wir werden uns da schon einig. Weißt du, das, was wir haben? Wenn ich mir die Kanonenrohre von der Brunhilde anschaue, ja, dann glaube ich, ist die Frieda nämlich auch ganz glücklich. Du, weißt du, was wir haben, das ist mit Herz. Was die haben, ist nur körperlich. Das ist egal. Brunhilde und ich rücken aus. Bisschen langsam geworden, die Gute. Ah, hallo? Warum drehst du dich? Du sollst nicht tanzen, du sollst hier laufen. So, ja. Kommen Sie mal ran da, ich brauche Ihre Feuerkraft. Ja, ich... du weißt, wie sie ist, mit 11 gleichen Schritten. Ja. Kommt sie da lang gestapft. Ist wohl ein bisschen zu matschig für die High Heels hier. Soll ich das Haus in Beschlag nehmen? Ja, bitte, einreißen. Einfach drüber laufen? Geht das? Nee, schieß. Theoretisch könnte es gehen, ja. Ey, kannst du mal reinlaufen. Probieren's mal. Komm, Bruni. Wir haben einen Job. Oh, das sind aber Raketen, also Kanoniere, ne? Ja, wenn das Haus überfahren ist, dann... Komm, wir laufen jetzt mal hier rüber. Raus. Wir reißen hier mal alles nieder. Tja, jetzt guckt er doof, ne? Was interessiert ihn feuchten Kehricht? Was ist denn da los? Ah, jetzt. Doch, sitzt er? Mit einem Schlaghorn sitzt? Ne, da ist immer noch ein Rest davon von denen. Oh, die müssen wir aber schnell wegmachen. Ja, ja, der Gunder schießt schon. Ui. So. Ha, da ist noch ein Häuschen. Ich schieß schon mal drauf. Na komm. Tag, einmal ran da. Wo ist denn hier? 100 Tonnen Eisen auf dem Weg.
Ich sehe es nicht. Hä? Hoch. Hoch. Ach, da hoch. Ach, dieses hoch. Oh, guck mal, die kommen ja freiwillig raus. Die sind ja doof. Ja. Es ist schön, dass du mit Brunhilde erstmal gleich das komplette Dorf niederhörst. Ja, das, ne? Ist, das ist so ein Ding zwischen uns. Das machen wir immer, wenn wir uns sehen. Du meinst, du ziehst gerne mit Brunhilde um die Häuser, ja? Ja, in die, oder in die Häuser. In die Häuser. In die Häuser. So, oh, da kommt wieder was. Hier. Brunhilde! Ja, Bruni kommt. Die macht mir so gut wie kein Schaden gefühlt. Wow. Warte mal, ich dreh die mal so ein bisschen in den, ja, dass du in den Rückschießen kannst. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Jawohl. Das macht doch richtig Aua. So, lauf mal bitte nicht über. Ach du Scheiße, ich habe aber schon irgendwie wenig Hitpoints. Oh! Nein! So war das nicht gedacht. Oh nein, wir konnten nicht speichern. Ein bisschen unaufmerksam. Ja gut, unsere Liebe war nicht von langer Dauer. So, willkommen zurück. Zweiter Versuch. Alex, möchtest du wieder um die Häuser ziehen? Oder in die Häuser? Ich ziehe in die Häuser. Also wir sind jetzt exakt wieder an der Stelle, wo wir so rumreif hier so komplett draufgegangen sind. Ja, guck mal, da kommt doch wieder, da kommt er wieder. Hier, unsere Stelle. Versuch mal von hinten die Faust. Ja. Den Mech zu fausten. Ja. Also, diese Grafikfehler kommen, wenn die Explosionen sind. Das ist interessant. Okay. Das ist aber jetzt erst, ne? Das war vorher nicht so. Vielleicht ist ja was mit den. Ich weiß nicht, ob die Explosionen bei den Saxoniern ein bisschen anders sind. Dass es vielleicht deswegen ist. Keine Ahnung. Achso, ich sollte nicht drüber laufen, ne? Ja. Oh, warte mal. Ich versuche die Kurve nicht. Ich versuche zurückzuziehen. Ich kann halt. Wow, die hauen aber richtig zu, ne? Die. Ja, dann lockt. Ich weiß, einmal lockt sie zu mir. Spät. Ja, passt schon. Ja, vergiss es. Passt schon, alles gut. Sind weg. So, ich loot mal ganz schnell hier. Okay. Komisch, echt. Wie du das sagst, dann vielleicht doch mal ein, ja, das ist wieder die Flamme und dann kommt dieser leichte Grafikeffekt. Ne, obwohl, jetzt ist kein, nee, oder? Ne, jetzt ist es weg. Komisch. Da ist noch so ein kleines Feuerchen am Boden vielleicht. Ja. Also. So, jetzt lassen wir mal ganz kurz überlegen, wo wir eigentlich hin müssen. Ich hätte gesagt, wir wandern erstmal nach Westen zu den ersten Sekundärzielen. Beziehungsweise ich schau mal kurz da hoch, ob ich da irgendwas holen kann. Das ist echt das Feuer. Das ist wirklich das Feuer. Strange. Ich zieh mal das MG-Drop her. Bleib du mal da an der Öffnung da stehen. Ja. Brunhilde. Stopp. Stopp! Wo rennst du denn hin? Bleib jetzt mal Moonwalk! Da. Na komm her, da. So. Noch ein Stück. Ne, die zieht wieder ab. Nö, die wollen nicht. Na dann schieße ich mal noch meinen Rücken. Das ist ja suboptimal. Das ist natürlich blöd, ne? Dass Brunhilde auch da und so ein Feuer hat. Das ist ja bescheuert. Aber hattest du das beim letzten Mal? Ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Missionen. Nee, gespielt. Hatte ich nicht. Oh, vor uns kommen welche.
Ja, die dürfen ja. Ja, die sind keine. Die dürfen nicht viel machen. Warte mal, dann machen wir die erstmal schnell weg. Problem. Jawohl. Ich guck mal, vielleicht gibt's auch einen Grafikkartentreiber für das Spiel. Na komm. Soll jetzt gehen eigentlich? Na komm. Ja, schön daneben schießen, ne? Aber wie, ey? So. Hier liegen, glaube ich, noch. Achso, hier liegt so ein Heildings. Achso, und die da hinten will ich jetzt halt pullen. Warte mal, nehme ich das Heilding? Ich nehme das Heilding schon mal mit, oder? Aber wir müssen doch eigentlich gar nicht dahin. Wir müssen nur nach rechts. Ja, aber rechts. Was meinst du, wie die Mission designed ist? Wir müssen nach links, um nach rechts zu kommen. Das ist ja doof. Nee, da kommen wir später, glaube ich, sowieso nochmal hin an dem Eck hier. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter und heben erstmal das andere Lager da aus. Also, diese. Da vorne ist ja dieses Scheinwerfergedöns. Was ist der Plan? Die Brücke ist auf der anderen Seite der Schlucht. Ich weiß. Und um dahin zu kommen, müssen wir durch Grauenburg. Genau, da warten sie bestimmt auf uns. Aber überstürzen wir es nicht. Und da sind sie schon. Soll ich angreifen? Ja, greif du an. Ich möchte nur wieder direkt im Feuer stehen. Wow. Guten Tag. Hallo. Oh shit, da kommt er wieder nicht. Ja gut, das sollte nur das Problem sein. Der macht ja auch nicht so viel Schaden. Ja, aber der brennt dann am Schluss, das ist doof. Ach so. Na komm. Na also. So, dann fist ich mal wieder den Mac hier. Um dann direkt wieder abzuhauen. Oh, voll den Rücken erwischt. Nein, jawohl, er ist kaputt. So. Ja, jetzt gibt's natürlich gerade gleich Party wahrscheinlich bei mir. Nee? Nee, jetzt geht's wieder. Nee? Das ist irgendwie sehr strange. Halt, stopp, mal, stopp, Bunny, stopp. Rückwärtsgang. Moonwalk. Moonwalk. Hoffentlich nicht abrupt da, den jetzt, Rückwärtsgang rein. Jetzt war's wieder. Es ist irgendwie. Also es tut mir leid, jeder, der sich das anschaut, diese ab und zu diese kleinen Bildstörungen. Ich muss dann mal gucken, was das liegt. Aber ich habe sonst keinerlei Einbußen, gar nichts. So, dann wackeln wir doch da mal hoch. Wir wackeln. So, da oben gibt's ein Heilpaket. Das brauche ich jetzt aber doch mal, glaube ich. Ich habe den Turbo gezündet, warte. Bzzzt. Brunhilde kann man nicht zufällig irgendwie heilen, oder? Da kommt noch was. Achso. Mir tut es ein bisschen im Herzen weh, wenn Brunhilde leidet. So, jetzt müssen wir mal schauen. Hier sind. Irgendwo, glaube ich, noch. Ist, glaube ich, noch eine Pack oder so versteckt. Oh, die machen. Bleib mal kurz stehen, bitte. Bleib mal kurz stehen. Moonwalk! Moonwalk! Ich schau mal, dass ich hier unsere Kameraden da befreie. Mehrere Feinde voraus! Ah, also, ja. Da muss ich jetzt halt den Trupp auseinanderlegen. Bei dir auch Gegner? Oh, von unten kommt noch was. Bei dir von unten? Naja, die sind uninteressant. Oh, ui, ich krieg hier auch ein bisschen Spaß. Das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. So, meine sind weg. Okay, ja, ich lock die mal ein bisschen her. Da kommt der ganze Mech. Da kommt ein ganzer Mech, genau. Mal schauen, ob der hierher wandert. Nope. Ne? Ja, dann schießen wir mal in den Rücken, ha? Schau mal hier, guck mal, ein Loch hinten dran. Der glüht ja förmlich.
großen Prozess mit ihnen. Flucht ist keine Option mehr. Oh Mann, das ist ja wirklich so Hit and Run. Ja, das mache ich nur, um ein bisschen Hitpoints einzusparen. So, na komm. Oh, wow, 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 wow. Eieieiei. Na komm. Na? Große Siege bauen auf kleinen auf. Jetzt haben sie mich gehit und runnt. Sie nehmen mich ins Korn! Ah! Ach, warte mal, wenn ich da oben eigentlich stehe, dürfte ja nichts passieren. Könnt ihr da hoch, könnt ihr da durchschießen oder was? Ja, vor allem kannst du. Wow! Bei mir ist gerade Blitzgewitter! Der Mech macht seine Sonderfähigkeiten. Grafikfehler. Oh nein. Oh, was? Ey, das ist aber echt. Hallo? Das ist nicht gut. Sie nehmen mich aufs Korn. Mach den mal weg, der Mech nervt. Alter. Ja. Echt. So, jetzt da. Ich glaube, meine Grafikkarte ist echt bald müde. Komisch. So, ich mach mal das Feuer weg hier. Vielleicht wird's besser. Ja, jetzt habe ich es gerade wieder nicht mehr. Ja, ich glaube, ich kann es nicht einordnen, wann das mal ist. Ich habe eine gegnerische Einheit gesichtet. Ich kann nur hoffen, dass es nicht mehr auftritt. Ich wusste es. Die haben sie wieder reingelegt, oder? So. War es Wilhelm, der kleine Dreckskerl? Hat er seinen Vater erschossen? Leider ja. Eigentlich nochmal? Dieser kleine. Seine Männer nehmen jeden fest. Kannst du nicht die Basis kaputt machen? Müsste gehen, ja. Oder hinten ist noch ein Mech, ne? Ja, ja, ich weiß. Du hast Kommandant von Duisburg gehört. Wir bleiben und kämpfen mit ihm. Aber ich sagte, na schön. Schieß mal auf die Hauptbasis, mal gucken, was passiert. Oh. Ups. Ups. Warte mal, die Einheiten tue ich mal wegziehen da. Nehmt die leichten MGs. Dann mal los. Warte mal, kannst du mal den Mech weglocken? Nee. Die MG! Ja, das MG hole ich gleich, aber erst wenn der Mech weg ist. Ich renne doch da jetzt nicht rein und lass sie sterben, nur um das MG zu holen. MG blinkt. Dann mal los. Ja. Bin doch schon am Weg. MG blinkert. Nehmt die leichten MGs. So, nochmal Glück gehabt, du. Sturmtruppen melden sich wie befohlen zum Dienst. So, die stelle ich mal kurz da oben hin. Ich sehe eine feindliche Einheit. Ich probiere mal die Basis da wegzumachen. Mal gucken, ob das geht. Bereit für einen Feldversuch. Komme ich da nicht außen irgendwie rum? Nee. Mach das erstmal nicht, weil, wie gesagt, da ist irgendwo noch eine Pack. Wenn du mit Brunhilde da reinrennst, dann ist, glaube ich, nicht so gut. Dann ist Brunhilde offen. Dann ist Brunhilde offen. Genau, dann hat die auch so ein Loch wie der andere Mech. So, ist ja witzig, dass man hier echt die Kaserne einfach so wegfallen kann. Ich glaube nicht, dass es sonderlich wichtig ist, aber. Pass mal auf, wenn das mit diesen Grafikdingern, ne? Zur Not machen wir die Folge, dass du sie einfach veröffentlichst. Weil ich sehe ja im Prinzip nur das, was du siehst. Ich kann ja eh nichts machen. So. Schauen wir mal, ob wir das Hauptquartier auch noch irgendwo wegbekommen, ohne dass der andere Mächte es merkt. Wo ist der eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt ist. Doch, da vorne steht er. Da steht er. Jetzt kommt er wieder. Ja. Na komm, einen machen wir noch. Ich zieh gleich mal die Einheiten weg. Wir sind bereit. Auf dem Weg. Oh, weg da. Gunther. Kommen sie weg da. Schauen wir mal, wenn ich drauf schieße, wie viel Schaden das macht. Vielleicht kriege ich den ja auch im Solo weg. Nee, da ist also, nee, reicht nicht. Ha! Was für interessante Fehler.
Jetzt sind es die Beine von dem Viech. Jetzt. Hm, ne, das klingt aber wirklich, als wenn die, weil das kein Treiberproblem ist, sondern eher ein Hardware-Defekt. Nein, nix Hardware-Defekt. Will ich nicht hören. Warte mal, schauen, ob ich das Ding soloen kann. Ist ja schließlich ein Held, ne? Sondern wir dann hinschießt, ist gut. Oh ja, doch, das könnte gehen. So, wenn ich hier im Nahkampf bin. Vor allem, wenn du dich versuchst, hinter ihn zu postieren. Ja. Halt still! Flucht ist keine Option mehr! Oh, jetzt hat er mich aber gut getroffen. Immer in Bewegung bleiben. Ja. Der kann hinter sich schießen. Das ist ja ein Sack. Ja. Guck mal, da wo der hinguckt, da dürfte er eigentlich gar nicht schießen können. Oh, was für ein Gewitter! Alter Schwede! Ui! Also, das wäre epileptischer Anfall schlechthin gewesen. Also gut, Grafikkarte wohl echt, entweder sie feiert gerade, dass wir den Mech zerstört haben, oder müde. Die ist da voll dabei beim Feiern. Okay, na gut, dann meint das Hauptquartier noch weg. Einfach nur, damit es weg ist. Ja, dann veröffentlich du nur die Folge. Und dann muss ich auch mal schauen, dass ich die Karte wieder hinkriege. Oder eine andere hole, je nachdem. Mal gucken. La la la. Ja, das sonst so. Brennt. Also immerhin das Haupthaus trifft er ja, der Gunder. Da kann man ja nichts sagen, das ist ja zuverlässig. Das Ding kann er ja nicht verfehlen. Ja, da habe ich so meine Zweifel, um ehrlich zu sein. Und kaputt. So. Okay. Gut, dann hätte ich gesagt, schauen wir mal so ein bisschen in die Richtung. Ich nehme mal die andere Einheiten noch da. Mhm. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wo wie war. Brunhilde wartet. Sind unterwegs. Wie ein treuer Hund. Wir suchen uns Deckung. Wuff, wuff. So, dann schauen wir da mal mit den Hundis nach. Da müssen wir nochmal weiter gucken. So, Ich bin mal gespannt, wo da eine komische Bug da rumsteht. Dieses Bug. Die steht irgendwo oben im Gebirge, glaube ich. Also jetzt, beziehungsweise also ich kann ja schon mal nachziehen jetzt, ne? Selbst Brunhilde kann solche Kaliber nicht ignorieren. Da. Genau. Hast du? Also ich sehe sie zumindest mal, die eine. Muss ich mal gucken, ob da rechts oben nicht auch noch eine war. Irgendwas war da, glaube ich, nämlich auch noch. Ja, gucken wir doch mal. Oben ist ein Maschinengewehr-Team. Hä, wo siehst du die denn? Ach, da! Ja. Ja. So, aber wir haben ja auch ein Maschinengewehr-Team. Wo positioniere ich die am gescheitsten? Am besten so, dass sie nicht von der Pack angegriffen werden. Das wäre hilfreich, ja. Ah ja, die kann ich hier unten an dem Stein da hinstellen. Da ist sie außerhalb der Reichweite. Huch. Oh oh. Oh oh. Ist mit meinem Mech! Ich brauche Zeit, um sie wieder flott zu kriegen.
Die haben wir nicht. Und ich brauche Öl. Das haben wir auch nicht. Ich sag Bescheid, wenn sie wieder läuft. Besorgen Sie mir Öl, ja? Neues Primärziel. Bisschen grandig, der. Sind feindliche Einheiten. Hallo? Maus? Ja, das heißt, ich kann jetzt mit dir nichts mehr machen. Nö. Wir müssen ein bisschen Geduld haben müssen gerade. Da geht gar nichts mehr. Na, dann beobachte ich dich. Ach je. Wir haben die Pflicht, sie aufzuhalten! Schon mal erwähnt, dass ich die MG-Schützen liebe. Die machen so schön ratatatata. Ja, viele ratatatata. Wie lange dauert denn diese Mission, ey? Ich weiß nicht, vielleicht spiele ich die grundsätzlich falsch, aber die dauert ein bisschen. So. Mehrere Feinde voraus. Ach, da oben? Ja, da oben. Und man kann mit einer bestimmten Positionierung, kann man die anschießen. Aber die kriege ich gerade irgendwie nicht hin. So. Na komm. Ist ja schon wieder so ein bisschen glitschen, ne? Lagebericht. Aha. Ja, war das so? So. Ja, jetzt müsst ihr halt nur treffen. Jetzt nicht so groß wie ein Haus. Null Schaden! Null Schaden. Warte mal, vielleicht gehe ich einfach, lass das die Wölfe machen. Gegnerische Einheiten gesichtet. Geht der auch nicht? Vielleicht haben sie es gepatcht. Ne, gerade eben waren noch Wölfe oben. Ich guck mal, ob das MG-Trupp da irgendwie hochschießen kann. Jeder Schuss muss sitzen! Wir brauchen hier andere Waffen! Okay, die machen jetzt auch nicht so viel Schaden, aber. Ja, aber sie vertreiben sie. Das ist doch schon mal was. Okay. So, genau, da hinten ist auch noch eine Pack. Stimmt, da war noch was. Ach ja, stimmt, da steht echt noch eine. Eieiei. Das sind ja Schweine. Ja. Ja gut, da kommst du jetzt mit Brunhilde ja ohnehin erstmal nicht hin. Machen wir kurz einen Prozess mit ihnen. Naja, wenn noch einer fällt, dann geben sie auch das Ding auf. Ja, erstmal fällt da Stein vom Fels. Du? Arbeitest du an deinem nächsten Hobby? Steinbruch? Ja. Okay. Weiß schon, wir haben doch heute so ein tolles neues Spiel gesehen. Den Castle Flipper, da braucht man Steine. Ja, genau. Ja, null Schaden. Mensch, Gunder. Fette Bumme, aber nichts dahinter, ne? Kannst du nicht da hinten rumlaufen wie der Wolf? Könnte ich, ja. Aber jetzt machen das die Wölfe, glaube ich. Beziehungsweise die beiden da. Ja. Warte mal, weißt du was? Ich habe da so eine Idee, so eine kleine. Ich habe da so eine Idee. Oh, hoppla. Ich habe eine gesichtet. Was machst du da? Na, ich weiß nicht, wo die herkommen. Eigentlich will ich erstmal mich nur verschanzen. Ah. Das funktioniert nicht. Oh Gott, warte mal, ich ziehe zurück und voll den Gunder. Ach je. Stehen unter feindlichem Beschuss! Sofort! Bereit für einen Feldversuch! Ich pack den mal kurz in die Dings hier. Ach ja, stimmt! Das hab ich ja ganz vergessen. Das geht ja auch. Ich hab da noch so eine andere Idee gleich, aber das. Ja, du willst die mit den Soldaten die Backen nehmen, oder? Nee, die Pionier. Ich möchte eigentlich das Pionierswerkzeug und mal gucken, ob ich dann Brunhilde schon mal ein bisschen anreparieren kann. Aber doch nicht ohne Öl! Ja, wir haben ja ein bisschen Öl. Haben wir? Natürlich. Ach ja, stimmt, so. Wir haben ja Öl. So. Weil, du wirst nämlich hin und wieder mal Angriffe bekommen. Und, die Hitpoints sind dann relativ eng. Aber da muss ich jetzt mal gucken, ob ich da. Wobei man die packt natürlich auch. Du kannst dann beides machen, die als Pioniere ausbilden und dann ja. Die packt die hier noch schnappen. Och, Gunder, Mensch, Gunder. Oh, der hat aber auch mal hier Wasser gesoffen, der Kerl. Nee, ich glaub, da muss das MG-Trupp gerade dran. Ach, jetzt. Na gut.
Jetzt wollte er sich die Blöße nicht geben. Ja. Wir übernehmen jede Aufgabe. So, ist hier oben nicht? Oh ja, da unten ist nämlich auch noch was. Genau, dann ist die Pack nämlich vielleicht gar nicht so doof. Ist hier noch irgendwo ein Heilpaket oder so? Hier drüben sind feindliche Einheiten. Erste Mal, dass ich hier diese Schwenkfunktion nutze. Aber nee. Da ist ja nix. Wir brauchen Maschinengewehre. Da machst du nix. Nein, nix Maschinengewehre. Geh halt auf jetzt. Nein. Ich will, dass er die Pack nehmen. Mach die Feldkanone bereit. Warte mal, bevor wir... Nee. Wir machen jetzt erstmal nicht Pack, sondern... Wir reden jetzt erstmal Brunhilde, weil wenn die Pack jetzt da blöden Schuss kriegt, dann sterben die und dann ist nämlich unser Team weg. Einen blöden Schuss? Ja. Hä, wo schickst du die hin? Ja, runter. Also einmal drumherum, dass die jetzt nicht da blöderweise noch durch den Mech da durchlaufen, der da unten steht. Durch welchen Mech? Och, vertrau mir. Okay. Vertrauen Sie mir. Der Papa weiß schon, was er macht. Ich frage mich gerade, warum du sie nicht auf den gleichen Weg zurückgeschickt hast, wie du sie gerade hochgeschickt hast, aber okay. Weil ich jetzt kein Risiko nehmen wollte, dass sie vielleicht dummerweise irgendwie den Mech anlocken und dann... Hallo, guck mal auf die Hitpoints. Die haben doch fast nichts mehr. Ja, ich weiß immer noch nicht, welchen Mech du meinst. Ich sehe hier keinen. Vertrauen Sie mir. Ja, du siehst gerade keinen. Aha, na gut. Aber ich habe einen gesehen. Dann lassen Sie mal reparieren hier. Das machen die gut. Top. Toppi top. Alles wieder in Ordnung. Brunhilde wurde repariert. Okay, jetzt hast du immerhin schon mal ein bisschen. Brunhilde sagt aber immer noch nein. Brunhilde ist unwillig. Das ziemt sich nicht für eine Lady. Kleine beleiche Schnitteri. Weißt doch, wie das ist. Wenn die Brunhilde nein sagt, dann heißt es auch nein. Ja, das stimmt. Da muss man bei ihr sehr vorsichtig sein. Sie ist manchmal sehr schnippisch. Ach ja. Ach ja. Ich hab schon erwähnt, dass ich so ein Missionsdesign so gar nicht mag. Ja, es ist halt für dich jetzt gerade nicht spannend, ne? Es ist generell gerade nicht spannend. Es ist halt einfach eine Geduldsmission. Schnarch. Schnarch. So, also. Gut. Kanone, richten wir da mal jetzt auf den Mech aus. Den du noch nicht siehst, aber der da ist. Ja, ist ja gut. Mach du mal. Was ist eigentlich der letzte? Was macht denn der eigentlich? So, holt ihr den noch ein bisschen vor vielleicht? Oder ist jetzt hier... Nö, weiter geht's nicht. Na super. Wir können die gar nicht weiterfahren, oder was? Nö. Ich habe eine gegnerische Einheit gesichtet. Feindliche Einheit. Da, schau mal, da ist er nämlich. Der kleine Mech. Ach, da. Dann schießen wir den mal an. So, komm mit, Mech. Mech? Ja, Mech trampelt hinterher. Der wird gleich eine schöne Überraschung bekommen. Das hat bestimmt wehgetan. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Das tut bestimmt auch weh. Okay, Mech tot. Ging doch ganz schnell. Also das ist der Mech jedenfalls. So, dann können wir wieder was looten hier. Hä? Oh. Was denn? Ich bin gespannt, was das gibt, weil wenn wir 80 Öl haben, dann... Ach Gott, ist das witzlos! Siehst du das? Ja. Jetzt spawnen hier... Hä?
durch, Alter. Ja, okay. Das war nämlich so gar nicht gedacht, dass wir die Mission so schaffen. Also das Öl. Wie albern! Okay. Was gegen die tun? Ich kann mich nicht bewegen, aber schießen. Mal sehen. Okay. Ja, naja. Ich komm schon. Ich mach den Mac von hinten weg, da den Tank. Oh, da kommt noch. Oh, fuck. Ich mach erstmal den Dings da hinten weg. Schau mal, dass du den Tank Max gehört. Ja, ja, der Tank, der ist so gut wie weg. Also der feindliche Mech. Oh. Party. Ey. Komm, Grafik. Hör jetzt auf damit. Okay, ist weg. Gut. Das müsste ja eigentlich machbar sein. Es tut mir furchtbar leid mit diesen Grafikeffekten. Also es ist echt nicht schön. Okay, ich komme runter und dann machen wir den Rest hier kaputt. Okay. Dann hole ich auch schon mal wieder die Dings hier runter. Oh Mann. Okay, also eigentlich ist es so gedacht, dass es hier so Ölvorräte in der Stadt gibt, die man looten muss. Und, aber durch die ganze Mech-Wegschießerei und Looterei haben wir jetzt halt einfach dadurch so viel Zeug geholt, dass wir das jetzt so schon geschafft haben. Ja, und jetzt? Kannst du dich wieder bewegen? Kannst du mal den Scheiß looten? Ich weiß es nicht, warte. Ja, ich bin schon... Nö. Kehre zu Frieda und Brunhilde zurück. Achso, das mache ich jetzt mal. Hoffentlich haben wir die Quest. Ah doch, okay, passt. Nein! Ja, Feuer geweckt. Wurde hier drin etwas durchgeschüttelt. Feuer? Die wenigsten haben eine Vorstellung davon, wie es ist, wenn eine nur ein paar Zentimeter Eisen vor dem sicheren Tod bewahren. Möglich. War es bei Papa auch so? Heute nennt man es Kriegszittern. Er war leider einer der ersten Zitterer. Er war kein Feigling, wissen Sie? Er war ein guter Mann, der es einfach nicht mehr ertrug. Egal, was die anderen sagen. Natürlich. Sollte nicht lange dauern. Haben Sie das Öl? Sehr gut. Sie sind wirklich Karls Tochter. Das ist nicht alles. Der Mörser geht wieder. Und es gibt einige Verbesserungen. Juhu. Ich kann jetzt einfache Schäden an Brunhilde von innen beheben. Ach was. Beeindruckend. Zeigen wir Ihnen, was saxonische Technik alles kann. Liebend gern. Nichts wie weg hier. Das ist aber ganz praktisch. Weil so können wir jetzt die... Hallo, Spiel. Also wenn hier mal die Cutscene da jetzt weitergeht. Jetzt habe ich echt schon gedacht, hier, es buggt alles. Okay. Feldstation. Oh, cool. Schnapp mir mal das Packdings da. Und jetzt überlege ich mal, wie machen wir das jetzt da? Okay, pass auf, lauf du mal bitte mit nach oben. Sie rennt. So, Maschinen auf voller Leistung! Witzig. Die Anti-Mech-Kanone kann über die Mauer rennen. Ah ja, jetzt ist die Mauer kaputt. Ich kann auch über die Mauer rennen. Ja, du kannst es. Du hast ja auch die langen Beine. 100 Tonnen Eisen auf dem Weg. Aber ich kann diese... Ah ja. Die schießt ja noch aus ganz anderen Löchern. Sehr schön. Oh, jetzt ist es aber echt ein fahrende Kampfburg hier. Hallo, lauf mal weiter. Moment, warte mal ganz kurz. Ich schieße mal da mit dem F da hinten rein. Mit dem Artillerieschlag. So, genau. Das wollte ich machen hier. So, jetzt darfst du wieder laufen. Hast du auf, meine Brunhilde zu missbrauchen? Ich habe sie mir nur ausgeborgt. Die borgt man sie nicht einfach aus. Sie möchte umgarnt werden.
Das war nur eine kurze, schnelle Nummer. Nichts, nichts mit Gefühl. Ja, aber ich möchte gerne dafür ein Kännchen Öl haben. Wir gehen so zur nächsten Tankstelle, ja. Da kriegst du genug Schmiermittel für die richtigen Stellen. Oh Gott. Das sind wir, ja, haben wir alles schon freigeräumt. War ein Traum. Also, da hinten ist wieder so ein böser, so ein Börser-Mörser. Ja, Mörser machen wir weg. Mörser machen wir weg. Gott. Also, solange ich nicht wieder daran sterbe, natürlich. So, wo schießen die hin? Auf mich? Ja, die schießen auf mich, ne? Diese Schitzpiepen. Ja, ich kann den anderen Dings noch nicht benutzen. Ja, ja. Ich laufe geschwind, wie für den alten Mann das möglich ist. Immer noch so, nicht. Am besten natürlich nicht in die Reichweite reinkommen. Ja, komm, jetzt. Und Feuer frei. Hallo, kannst du mal schießen? Hä? Warum schießt du nicht? So. Passt. Weiter geht's. Hat die jetzt nicht geschossen? Hast du doch. Nee, die hat nicht ihren Mörserschuss gemacht. Darfst du halt keine Bewegungs- und Dings danach irgendwie machen. Oder war sie zu nah dran? Das könnte auch sein. Nein. Selbstzerstörungsmörser. Aktiviert. Aber hallo. So, ach ja. Die Wanderung dauert nur immer ewig mit ihr. Oh, was haben wir denn da? Jetzt kannst du nochmal hier. Ah ja, jetzt geht's. Und so war das aber, glaube ich, echt nicht gedacht mit der Mission eigentlich. Naja. Die Brunhilde kann er jetzt reparieren. Das stimmt. Komm, feuern! Ach, die repariert sich automatisch. Ja. Ach, das ist ja cool. Ja, und die Anti-Tank-Gun, die hat auch nichts anderes zu tun, als einfach auf die Infanterie zu schießen, ne? Die sind auch so schlau. Naja. Sie muss sich nur irgendwas einfinden. Ja, bitte stehen bleiben. Ich loote dann erstmal die Max. Ich bewege mich keinen Millimeter und ich gehe sicher zu einem aus dem Bild. Ja, jetzt geht's aber wieder. Ich kapiere das nicht. Jetzt brennt alles lichterloh. Das ist alles völlig egal. Genau. Mama braucht Öl. So. Mama, komm mal mit. Hier, Mama. Feinde voraus. Mama kommt. Den Truppverband könntest du mal hier wegbomben. Feuer, Feuer böse, Feuer böse. So, ja, bin auf dem Weg. Oh je. Ja, ich kann doch auch nichts dafür. Jetzt hörst du auf. Meine Güte, hier ein Rumgeflacker. Gegnerische Einheiten gesichtet. Das ist genau, was ich brauche. Oh, schon. Ich ahne. Naja, gut. Ja, es hätte besser laufen können, zugegeben. Sie hätten weniger laufen können. Das wäre ganz hilfreich gewesen. So. Da bleiben sie mal stehen. Ach so, Moment mal, ich hab da
Das heile ich mich. Moonwalk, Moonwalk. So, pass mal auf, es gibt hier so einen schönen Bug, wenn es noch ein Bug ist. Guck mal. Hm? Eigentlich könnten die jetzt schon raus. Das stimmt. Warum gehen die? Ich weiß nicht, was denn ihre Mission ist. Ihr macht das Tor auf. Ja, ja, gleich. Mach ich gleich. Ich repariere erstmal unsere Truppen dann noch. Die sind, höflich, die warten, bis das Tor auf ist. Ja. So, jetzt so. Beziehungsweise im Moment, ich warte erstmal, bis sie geheilt sind. Nicht, dass da jetzt wieder irgendwas backt durch das. Ja, wäre vielleicht geschickt so. So. Jetzt haben sie wieder. Und wir könnten ja eigentlich nicht mal die Kanone erstmal reparieren auch, ne? Ja, das wäre sogar eine sehr gute Idee. Na, willst du denen die Freiheit schenken? Meinst du? Soll ich? Ja, mach doch jetzt. Ja, ist ja gut. Ich mach schon. Kommandant! Gott sei Dank! Was soll dieser Irrsinn? Sie sagen, der Kaiser sei tot. Sie nehmen Leute ohne Haftbefehl fest. Wir haben Schüsse gehört. Alles wird wieder gut. Bringen Sie alle über die Grenze. Versammeln Sie möglichst viele Menschen, die Friedrich und mir gegenüber loyal sind. Ihr habt ihn gehört. Wer nicht kämpfen kann, geht über die Grenze. Der Rest bleibt. So habe ich das nicht. Na schön. So, haben wir wieder einen Trupp. Ja, super. Ein Trupp. Ein Trupp. Die anderen, die gehen wieder schön irgendwo hin. So, sollen wir mal ganz kurz überlegen, wie das ist. Jetzt müssten wir nicht. Ich kann nur über die große Brücke da drüben. Du kannst über die große Brücke da drüben, genau. So war das nämlich richtig. Dann drehe ich schon mal. Ich überlegen, ob es noch einen Grund gibt, da jetzt nicht über die große Brücke zu gehen. Du kannst ja mal vorgucken. Du kannst mal über die kleine gucken, mal schauen, was es da gibt. Da ist auf jeden Fall ein Dorf. Ja. Oder ein Städtchen. Genau, da müssen wir hin. Ich glaube, du kannst echt schon mal zur großen Brücke laufen. Ja, werde ich jetzt auch todesmutig tun. So schnell mich meine Füßchen tragen. Weil dann machen wir hier nämlich einmal so einen richtig schönen Frontaldurchbruch. Na dann. Ich meine, warum... es könnte sein, dass es nochmal Einheiten kommen. Hier war nämlich noch irgendwie ein Hinterhalt. Es sei denn, das war schon der, den wir vorhin da vernichtet haben. Weil der war, glaube ich, eigentlich zeitlich erst jetzt gedacht. Ja. Brunhilde ist fit. Ich bin mir nicht sicher, was wir da genau gemacht haben. Ist doch egal. Brunhilde ist fit, die kann sich heilen, ist alles gut. Genau. Achso, ja, warte mal, nimm doch mal die Popeleinheit und die tun wir doch in dein Ding rein. Stimmt doch eigentlich auch, oder? Jetzt sind die doch wenigstens halbwegs safe. Wenn sie irgendwo ein Maschinengewehr finden, dann kriegen sie das. Also hier hat das zum Schiss, über die Brücke zu gehen mit der Brunhilde. Ich meine, jetzt überlege ich mal, wenn die da zusammengebracht. Hallo? Sagst du Brunhilde ist dick? Hör auf. Sie hat nur schwere Knochen. Eben. Also jetzt mal vorsichtig, ne? Und die Brücke, da steht's an der Seite, ist Brunhilde approved, also. Ach, guck mal einer an, was ist denn hier los? Hier, Party. Tja. Vielleicht wurde es ja doch so gedacht und ich habe das damals falsch gemacht. Ich habe das alles mit Gunda fast alleine gemacht. So. Ja, mit vielleicht hier und da einen kleinen Popeldruck. Aber das funktioniert ja irgendwie alles nur so semi-geil. So, Oh, da hinten kommt noch was. Ja, da kommt. Da müsste auch noch irgendwo ein Mech stehen, glaube ich, in der Stadt. Oder zwei? Oder drei? Ja. Ja, klar, so kommen wir ja auch von hinten da durch. Oh Mann. Oh, da rechts. Die müssen wir weglegen. Ja. Ja, und. Vorne ist noch ein Mech. Aber der tut mir jetzt nicht weh. Ja, Moonwalk! Moment, die Pack hinten wird schon positioniert. Ich hoffe, dass sie jetzt mal irgendwann anfängt, irgendwas Sinnvolles zu tun. Ja, ich will den meinen Mercer-Radius haben. Ja, jetzt kommt der immer näher, das ist ja doof. Ja, wobei, Moment, ich drehe ein bisschen. Dann kannst du da schön in den Rücken ballern. Also wenn der Kunde sich mal wieder bewegt. Hä, hast du die Einheiten rausgeholt? Ja, eigentlich war das nicht so geplant, aber gut. So, da kommt der nächste Mech.
Wo schickst du die an? Ach, MG. Wieso schicken sie denn? Wieso schießen sie jetzt auf dich? Na, ist egal. So, rein mit euch. So, der ist okay. Weg. Gut, dann heile ich den Gunder gleich mal und loote mal eben. Es ist wieder keine Störung da. Es ist, ich kapiere es nicht, wann das. Oh, Bug. Die kommt. Yeah. Ich mach die Konterpack. Ich kann auch keinen Artilleriebeschuss gerade machen. Ja, Moment mal. Lass mal meine Pack ein bisschen da noch ran. Hat sich gleich ausgepackt. Oh oh. Aua, die macht aber echt Aua. Ich geh mal zurück. Ja, die ist doch gleich weg. Schieß nochmal drauf, dann ist gut. Achso, mit dem Rückwärtsgang kriegst du noch mehr Schaden. Ja, ist ja gut. Wieso reparieren die sich nicht? Was ist denn da los? Bruni, mach hin. Naja, die hat nur von kleineren Schäden. Also wenn du da so richtige... Weiß schon. Ja, wie kann sie doch jetzt wieder anfangen zu reparieren? Was soll denn das? Scheuntor da rein, Max? Dann geht es wahrscheinlich nicht. So, dann befreien wir unten nochmal. Kommen wir mal mit runter, die Straße. Die soll sich mal nicht so anstellen. Oh, jetzt habe ich wieder diesen... Oh, ey. Grafikbück? 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 So. Oh je. Na komm. Jetzt hauen die ab! Schönes Haus mitgenommen. Ach du Sch. Okay, da hat die Brunhilde auch mal ein paar Löcher hinterlassen. Die hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, so. Ich befreie die mal. Genau. Das wird nicht funktionieren. Wahrscheinlich kannst du jetzt sogar alle umlaufen oder sowas. Sie nehmen mich aufs Korn. Kaboom! So, ich mach mal die Tür auf. Ach so, ich mach die Tür von innen auf. Ich meine, ich wollte eine Alternative geben. Guck, hier, Tür ist auf. Warum haben die selber da aufgemacht? Wenn der Feind des Throns ist, dann bin ich das auch. Da haben sie mich festgenommen. Sie wissen eben immer noch nicht, wann sie den Mund halten sollten. Bringe sie alle über die Brücke. Ich komme so schnell ich kann. So. Nein, wir kommen mit euch. Tut, was der Kommandant sagt. Hm, na schön. Sekundärziel abgeschlossen. Ah, warte mal, weißt du, was wir jetzt machen? Da oben ist nämlich Pionierszeugs. Dann machen wir die zu Pionieren. Reparieren mal die von Hille noch ein bisschen. Weil jetzt werden wir gleich flüchten müssen. Und dann ist jedes bisschen Hitpoint eigentlich ganz recht. Okay. Sie wird besser sein als je zuvor. Oh, da repariert sie sich nur, wenn sie steht. Ich war die ganze Zeit aber auch gestanden. Aber jetzt repariert sie sich wieder, ja, komischerweise. Oder es läuft intern irgendwie ein Timer ab bei ihr. Das kann natürlich auch sein. Aber jetzt wird sie tüchtig repariert. Ja. Von innen und von außen. Damit es wieder hübsch ist und glänzt. Ja. Schönes Make-up drauf geschmiert. Versuchen Sie es nicht wieder kaputt. So, jetzt kann sie wieder in die Häuser ziehen. Attacke! Sag mal, ich schleiche mich hier durch die Stadt. Ja. Dann machen wir nämlich gleich Morgen raus. Oh, Granate. Ups. Oh, da kommt ein Dingsbumsen. Ein Kaputtmach-Mech. Jo. Ein Mech, Kaputtmach-Mech. Ja gut, aber wir haben ja auch noch einen... Boah, jetzt trifft dieser Mörserschuss nicht richtig. Ach du Scheiße. Jetzt mal okay, bitte den angreifen. Hat er jetzt aber. Ja, ich hab den... Die Pack habe ich auch gleich da hinten. Moment, dann mach ich doch nochmal die Dings draus, ne? Die... Doch nochmal die Repariermenschen draus. Ja, lass die doch einfach Repariermenschen sein. Ja. So, Loot, Loot. So, ja, genau.
Hat jemand eine Zigarette? Ups, nein. Den Gunda wollte ich eigentlich dahin schicken. So, kann sein, dass am Brückenausgang jetzt auch nochmal was ist. Ach, krieg ich mal alles hin. Ja, ja, natürlich. Ja, genau, ich sehe da nämlich schon Grenadier, oder? Jetzt werden die Rohre poliert und jetzt geht's rund. Ach, guck mal an, wer seid ihr denn? Du hast doch sicherlich einen Artillerieschlag, nee, gell? Noch nicht. Nicht? Noch nicht. Aber gleich. Den kriegen wir gleich hin. Oh nein, jetzt habe ich den Gunda schon wieder da in der Granate stehen lassen. Artillerie! Nein, hau doch nicht ab! Er hat doch noch erwischt. Boom. Als ob die wüssten, so, dass der Artillerieschlag genau dahin kommt. Pass auf, jetzt kommt gleich eine Cutscene. Und dann heißt es einfach nur laufen. Nicht stehen bleiben, einfach nur laufen. Ja, okay, ich sag's ihr. Sie soll den Turbo einschalten. Ja, ja. Nicht schießen, kein Artillerie. Ja, ja, nur alles laufen. Gut. Krieg mal hin. Natürlich aufgeregt. Das Schlimmste ist geschafft. Die Brücke liegt am Ende dieser Straße. Ich kämpfe Seite an Seite mit Gunther von Duisburg in Brunhilde. Papa würde es nicht glauben. Frieda, ich hätte von seinem Tod wissen müssen. Ich hatte in letzter Zeit kaum mehr Kontakt zu anderen. Sie hätten nichts machen können. Genauso wenig wie ich. Er hat den Spott der Leute nicht mehr ertragen. Wissen Sie? Sie haben bei jeder Gelegenheit sein Zittern nachgeäfft. Sie nannten ihn einen Feigling und eine Schande fürs Vaterland. Oh, Frieda. Ich sagte, er soll nicht auf die Dreckskerle hören, so wie ich. Das tut mir sehr leid. Ich wünschte, ich... Still, was ist das? Tja, was Max, ist das? Und zwar viele. Mache Waffen bereit. Nein, weg hier. So, Cutscene. Cutscene, fertig, auf geht's. Und los, einfach runter. Einfach zur Brücke unten, da wo das Ausrufezeichen ist. Hoppla. Achso, dein MG-Trupp hat sich verabschiedet. Ist egal. Das ist aus dem Mech raus. So, die packt richtig mal so aus. Ja, hab ich auch gerade gemacht. Ja, die Bug macht einen Scheiß. Die wird gerade auseinandergenommen. Ach du Scheiße. Renn, Bruni, renn! Renn, mein altes Mädchen! Komm, opfern wir noch die MG-Drops hier gleich. Dabei habe ich dich so gern gemocht. Ja. Kannst du theoretisch in den Ding? Was? Kannst du theoretisch könnte ich das ja. Aber so mal hier noch ein bisschen Schaden hier mit dem Gunda. Ja, auch da war. So. Das Blöde ist, dass die schneller sind wie ich. Ja, ja, das ist aber nicht so schlimm eigentlich. Normalerweise geht sich das aus, nur wenn man da versucht zu kämpfen. Ja. Die Seitengeschütze sind aber auch übel. Alter Schwede. Waren die schon die ganze Zeit aktiv? Nee, oder? Also ich meine, in den vorigen Missionen hat ihn aus der Seite nicht geschossen. Eieieiei, krass. Es kann aber tatsächlich sein, dass wir das. Oh Gott, es kann sein, dass ich das eigentlich nie beachtet habe, dass die einfach wie so ein Schiff quasi immer so Backboard oder wie auch immer man das halt nennt, gedreht werden muss. Ja. Die ist schon, dass die halt richtig effektiv ist. Die ist schon übel. Weil wenn die frontal steht, dann macht die das vielleicht ja echt nicht, ne? Nee, macht sie auch nicht. Die hat jetzt eins und Mech alleine beim Vorbeilaufen weggemacht. Ja, ja. Oh Mann. Gut beobachtet! Ja, aber ich glaube vorhin, in den vorigen Missionen waren die Geschütztürme nicht aktiv. Das kann sein, ja. Ist mir nicht aufgefallen, dass sie von der Seite schießt. Lauf, Brunhilde! Lauf! Ja, siehst du, wie schnell die unterwegs ist? Ja, ja. Wie ein kleines Kätzchen. Was war das? Nichts. Los, suchen wir die anderen. Das lag sicher nicht an deinem Gewicht. Nee, alles in Ordnung. Ja, wunderbar, Mensch. So, gibt's. Na komm, wir müssen eigentlich alles kriegen. Verkackt.
Hallo? 50 Gegner, weniger als 3 Unterstützer verlieren? Wieso, wir haben doch keine Unterstützer verloren, oder? Ja doch, jetzt am Schluss. Alle. Ach, so. Ach Gott. Hätte ich das gewusst, hätte ich die einfach auch auf die Brücke geschickt. Tja. Sammle insgesamt... Ja gut, das Öl hätten wir eigentlich noch machen können. Ja, mein gewusst. Gott, nein, ich kann nicht mehr schlafen. Ja, ich weiß, tut mir leid. So, also, Zeit dir eine neue Grafikkarte zu oder was auch immer. Ich brauche einen neuen Mech unterm Schreibtisch. Genau. Oh je, meine. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt kommt die Cutscene und wir sehen uns beim nächsten Mal, wann auch immer. Bis dahin. Ciao. Macht's gut und tschüss. Ich weiß, wir sind nicht allein. Stellen Sie eine Armee auf. Dann umzingeln wir Wilhelms Truppen und nehmen Dresden ein. Wie Cäsar damals Rom. Ich habe seine Armee gesehen. Die schlagen wir nicht mit Steinen und guten Absichten. Wir brauchen schwere Waffen und Max. Was ist Ihre Meinung, Fräulein? Dass Sie bessere Wachen brauchen. Tag und Nacht hatten Sie schon gewittert. Setzen Sie sich. Und danke für die Sache mit der Brücke. Prinz Wilhelm in Dresden zu bekämpfen, wäre das Ende der Stadt. Und Sie haben vielleicht weniger Freunde, als Sie denken. Sprechen Sie. Es läuft eine Desinformationskampagne. Sie verteilen Flugblätter, die Sie als Mörder hinstellen. Und Ihre Helfer als Rebellen. Sie kontrollieren die Presse. Noch heute wird Saxony lesen, Wilhelm sei rechtmäßiger Herrscher und werde von Feinden im Inneren bedroht. Er wird seine Landsleute bitten, ihm bei der Verteidigung Saxonys zu helfen. Und viele werden ihm glauben. Bis zum Abend werden alle, die ihn noch stoppen könnten, Parlamentsmitglieder, Richter, Offiziere, Gewerkschafter, verhaftet sein. Dies wird ein schwarzer Tag in der Geschichte Saxonys. In der Weltgeschichte. Und die braven saxonischen Schafe halten den Mund und ducken sich, wie sie es immer tun. Naja, nicht alle. Es gibt Menschen, die sich nicht verbiegen lassen, die ihre Menschlichkeit nicht preisgeben, um ihre Ruhe zu haben. Auf diese Leute müssen wir jetzt hoffen. Das reicht aber nicht. Wir können nicht nur rumsitzen und auf andere zählen. Zurzeit wäre ein Einmarsch in Saxony ungünstig. Das stützt nur Wilhelms Märchen vom Land unter Beschuss. Jetzt ist nicht der Moment für offene Feldschlachten. Wir müssen im Verborgenen arbeiten, sowohl die Herzen als auch die Köpfe der Menschen gewinnen. Das gefällt mir. Wir haben die Wahrheit auf unserer Seite. Sie können nicht ewig lügen. Aber zunächst wird alles noch schlimmer werden. Es ist schwer, ein Land zu destabilisieren mit schlagkräftigen Politikern, einer freien Presse, unabhängigen Gerichten. Aber all das gibt es nicht mehr lang. Wilhelm will sein Land vor Fenris beschützen. Aber stattdessen legt er es auf den Präsentierteller. Über 2000 Menschen stehen unter meinem Schutz. Sagen Sie mir, was soll ich mit denen machen, wenn wir nicht zurück können? Wir brauchen einen Rückzugsort für diese Menschen und alle anderen, die in Gefahr sind. Niemand wird uns aufnehmen. Sie fürchten Saxony und haben ihre eigenen Probleme. Nein, es gibt einen solchen Ort. Die Fabrik von Tesla. Er ist ein Gegner von Fenris. Er hat die Mittel, jeden abzuwehren, der in seine Stadt will. Und in der Glanzzeit lebten dort Zehntausende von Menschen. Es ist ein weiter Weg dorthin. Aber vielleicht ist das unsere einzige Chance. Und Wilhelms Armee? Sie holt uns in 1 bis 2 Tagen ein. Ich habe ihm alles beigebracht, was er über Taktik weiß. Aber nicht alles, was ich weiß.